Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Hallo, mein Name ist Heinz D. Haun. 1986 habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Dieter Baum ein großes Theaterprojekt durchgeführt, das den Titel hatte Gilgamesch. 2 Jahre später haben wir ein Buch über dieses Projekt geschrieben, Gilgamesch, der König, der ich nicht sterben wollte, und daraus möchte ich heute vorlesen. Das Projekt war eine groß angelegte Geschichte über ein Dreivierteljahr, an dem über 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilgenommen haben. Und wir haben uns beschäftigt mit der Geschichte von König Gilgamesch, dem Herrscher des Stadtstaates Uruk im Lande Sumer, im Zweistromland, dem heutigen Irak. Gilgamesch verschafft seinem Volk ungeahnten Reichtum, aber gleichzeitig knechtet er die Menschen und zwingt sie, eine gewaltige Stadtmauer um die Stadt Uruk zu bauen. Deshalb flehen die Menschen die Götter an, sie mögen doch bitte jemanden erschaffen, der diesem Gilgamesch ebenbürtig ist. Und sie erschaffen Enkidu, den Wildmenschen, der auf Gilgamesch trifft, und beide kämpfen miteinander und sie stellen fest, sie sind beide gleich stark. Also hier kämpfen miteinander auch das animalische Prinzip und das Zivilisationsprinzip, wenn man so will. Gilgamesch ist dermaßen beflügelt von dieser Freundschaft, dieser neuen Freundschaft, dass er zu wagemutigen Taten sich berufen fühlt. Und beide fordern Humbaba, den Wächter des Zedernwaldes, heraus und töten ihn. Inanna, die Göttin der Liebe, ist darüber dermaßen erzürnt, dass sie den Himmelsstier auf die Erde herniederschickt, und auch diesen töten sie. Das wiederum beschließen die Götter in ihrem Rat, kann nicht folgenlos bleiben. Und zunächst einmal hieß es, beide sollen sterben, aber nein, sie entscheiden sich letztendlich, einer muss sterben, Enkidu, der es hätte besser wissen müssen. Und Gilgamesch teilen sie das Los der Trauer und der Unrast zu und die Suche nach dem ewigen Leben. Diese Geschichte ist vor 4.500 Jahren aufgeschrieben worden in den ersten Fassungen und bis 1.500 Jahre vor Christus in den jüngeren Fassungen und erst vor 170 Jahren ungefähr wiedergefunden worden unter der sumerischen Erde. Ich beginne dort, wo Enkidu bereits gestorben ist und Gilgamesch voller Gram und Trauer sich nun auf den Weg macht, das ewige Leben zu suchen. Viele Tage war Gilgamesch nun wieder gelaufen, er zählte sie nicht mehr. Durch ödes Steppenland war er gezogen, lange hatte er in dieser flachen Weite mit den Augen kein Ziel ausmachen können, wohin er seine Füße lenken sollte. Nur von Sin, dem Mondgott, und Utu, dem Gott der Sonne, wusste er sich begleitet. Sie teilten ihm bei Tag der eine, der andere bei Nacht, durch die Himmelsbahnen, die sie zogen, zumindest mit, dass er sich nicht im Kreis bewegte. Kein menschliches Wesen hatte er in der Einöde getroffen, und auch kein Tier war ihm mehr zu Gesicht bekommen. Gilgamesch war unsäglich müde, hungrig und durstig. Er fühlte sich schwach und ausgemergelt, als er weit hinten am Horizont die Küste eines Meeres entdeckte, das ihm nicht bekannt war. So schnell seine müden Beine ihn tragen konnten, eilte er das letzte Stück des Weges durch die lebensfeindliche Wildnis. Er traute seinen Augen nicht, als er in der fernen Abgeschiedenheit des Meeresufers eine Herberge erblickte. Es war das Haus Siduris, der Wirtin der Götter, die hier wohnte, um den Göttern Erfrischung und Stärkung zu reichen. Als Siduri Gilgamesch von Weitem auf ihr Haus zukommen sah, verriegelte sie die Tür, denn Gilgamesch sah angsterweckend aus. Seine Wangen waren eingefallen, tief im Schädel lagen seine Augen,
Sein Antlitz war staubbedeckt, die Haut ledern und zerschunden, nur noch in Fetzen hing sein Gewand an dem ausgezehrten Körper. Gilgamesch rief laut, da er die Tür verschlossen fand: »Wer ist es, der hier wohnt, in der fernen Abgeschiedenheit eines fremden Meeresufers?« Ärgerlich pochte er gegen die Tür. Siduri fragte: »Wer bist du? Was willst du? Was begehrst du Einlass in meine ferne Herberge?« Gilgamesch antwortete: »Ich bin der Chumbaba, den Wächter des Zedernwaldes, erschlug. Auch den Himmelsstier habe ich getötet, die Löwen in den Bergen erlegte ich. Gilgamesch ist mein Name. Wenn du nicht willst, dass ich dir die Tür aus der Verankerung reiße, dann öffne mir, gib mir Speise, gib mir Trank.« Als Siduri Gilgameschs Worte vernommen hatte, öffnete sie das Tor und fragte ihn: »Wenn du tatsächlich Gilgamesch bist, der Große und Ruhmvolle aus Uruk, der zu zwei Dritteln Gott ist und Mensch nur zu einem Drittel, dann sage mir, was dich zu mir führt. Warum sind deine Wangen eingefallen? Warum liegen tief und traurig deine Augen dir im Schädel? Was bist du staubbedeckt und zerschunden wie ein Wanderer ferner Wege?« Siduri beobachtete Gilgamesch prüfend, doch zugleich voller Mitleid, und fuhr dann fort: »Du trägst bitteren Schmerz in dir. Dein Antlitz ist entstellt, dein Blick trübe. Sage mir, Gilgamesch, wohin treibt dich dein Leid? Wovon erhoffst du dir Linderung?« Darauf sprach Gilgamesch: »Wie könnte denn mein Gesicht nicht entstellt sein vor Gram, mein Blick nicht trübe sein vor Trauer? Wie könnte ich denn nicht bitteren Schmerz in mir tragen? Mein Freund Enkidu, mein teurer Freund, der mit mir tapfer alle Prüfungen des Schicksals auf sich nahm, er ging den Weg alles Irdischen. Sein Tod lastete schwer mir auf dem Herzen, und ich rannte hinaus in die Wildnis. Enkidu ist tot, er wurde zur Erde. Seitdem plagt mich die Angst, martert mich die Ungewissheit, ob auch ich dem Tod einst ins Auge schauen muss.« Siduri fragte Gilgamesch erstaunt: »Wohin, o Gilgamesch, willst du denn noch laufen? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden, denn als die Götter die Menschheit erschufen, teilten sie ihr auch den Tod zu. Das Leben behielten sie für sich. Drum, Gilgamesch, wozu quälst du dich so sehr? Fülle dir stattdessen den Bauch, feiere täglich ein Freudenfest mit Tanz und Gesang bei Tag und bei Nacht. Wasch dir das Haupt, trage saubere Kleidung, freu dich an deinen Kindern, sei glücklich mit deiner Frau. Solche Art ist die Bestimmung des Menschen und seine Lust zugleich.« Die Wirtin gab ihren Rat mit einem beruhigenden Lächeln. Als sie Gilgamesch einen Trank reichte, nahm er den Krug und leerte ihn in einem Zug. Er sah nachdenklich aus, doch er antwortete nicht. Siduri bereitete ihm eine Lagerstatt für die Nacht, auf der er, kaum dass er sich niedergelegt hatte, tief und fest einschlief. Am nächsten Morgen fühlte sich Gilgamesch erholt. Siduri kochte ihm eine Speise, die er nicht kannte, doch aß er sie mit Genuss. »Nun, hast du es dir überlegt? Hat dir vielleicht ein Traum gesagt, was du tun wirst?« fragte Siduri. »Willst du weiter nach dem Leben jagen, das du trotz aller Anstrengung doch nicht finden wirst?« Gilgamesch schaute Siduri entschlossen an und mit fester Stimme sagte er: »Ich muss zu Siusudra, meinem Ahn, der als Mensch in den Kreis der Götter trat und im Zustand langer Tage lebt. Ihm ward die Unsterblichkeit verliehen. Nach Leben und Tod muss ich ihn befragen. Er nur, der Ewige, kann mir noch weiterhelfen. Du, Siduri, wohnst am Ufer des fernen Meeres. Du kennst des Schicksals Wege. Sage du mir, wohin ich gehen soll.
Woran erkenne ich den richtigen Pfad? Muss ich weiter durch die Steppe ziehen? So will ich weiter durch die Steppe ziehen. Ist es nötig, das Meer zu überqueren? So will ich das Meer überqueren. Siduri entgegnete ihm: Gilgamesch, du bist eitel wie der Pfau, doch bist du auch störrisch wie ein Esel, ja, starrsinniger noch als dieser. Weißt du nicht, dass die Wasser der Küste in das Meer des Todes fließen? Niemand hat es jemals überquert, niemals, Gilgamesch, gab es einen Menschen, der dessen fähig gewesen wäre. Einzig Utu und Sursunabu, der Fährmann Siosudras, kennen seinen Übergang. Doch wenn du nicht bereit bist, den Weg des Verstandes zu beschreiten, dann wende dich hin zu Sursunabu im Namen der Götter. Sursunabu weilt drüben im nahen Wald. Steinerne Ruder gehören ihm, mit denen er das Todesmeer überquert. Wenn er es dir erlaubt, so fahre mit ihm. Ist dies nicht möglich, so kehre um, gehe zurück in deine Stadt Uruk und bescheide dich mit dem Los des Menschen. Eilig nahm Gilgamesch Abschied von Siduri. Er bedankte sich, ergriff seine Axt und sein Schwert, lief in den Wald, suchte die steinernen Ruder. Kaum hatte er sie gefunden, warf er sich gegen sie, zerschmetterte sie alle, 300 an der Zahl. Nun war er sicher, dass Sursunabu nicht mehr in der Lage war, das Todesmeer zu überqueren, verdankte er doch einzig den Wunderrudern die gefahrlose Überfahrt. Jetzt würde Sursunabu ganz auf ihn und seine übermenschlichen Kräfte angewiesen sein. Allein war ihm die Überfahrt nicht mehr möglich. Noch während Gilgamesch die letzten Steinernen zerschlug, stürzte Sursunabu aus dem Dickicht des Waldes hervor und fuhr ihn an: »Rasender, wer bist du?« »Gilgamesch bin ich, König von Uruk. Bist du Sursunabu, der Fährmann Siosudras?« »Ja, Sursunabu bin ich, der Fährmann. Im Dienste Siosudras stehe ich, der jenseits des Todesmeeres im Zustand langer Tage lebt.« Gilgamesch atmete tief und erleichtert durch. »Gut, Sursunabu«, sagte er dann, »ich kam aus Uruk, zog durch die Berge und die Steppe, gleich einem Wanderer ferner Wege. Ich ging den Pfad des Uhu. Nun, Sursunabu, da ich dich erblicke, zeige du mir Siosudra, den Entrückten. Mein Freund Enkidu, mein teurer Freund, der mit mir tapfer alle Prüfung des Schicksals auf sich nahm, er ging den Weg alles Irdischen. Das harte Los der Menschheit raffte ihn mir hinweg. Sein Tod lastete schwer auf meinem Herzen und ich rannte hinaus in die Wildnis. Enkidu ist tot, er wurde zu Erde. Seitdem plagt mich die Angst, martert mich die Ungewissheit, ob auch ich dem Tod einst ins Auge schauen muss. Deshalb suche ich Siosudra. Nach Leben und Tod will ich ihn befragen. Er schaute das Geheimnis der Götter. Er soll nun mich schauen lehren.« Die Schilderungen Gilgameschs hatten Sursunabus Mitleid erweckt. Sein Ärger war gewichen und er sagte: »Du, Gilgamesch, hast selbst die Überfahrt verhindert. Die steinernen Ruder waren es, die den Wassern des Todes standhielten. Mit ihnen nur konnte ich übersetzen. Du zerschlugst die Wunderruder, durch die ich die Todeswasser nicht berührte. Nun, wo die steinernen zerstört sind, nimm die Axt auf, Gilgamesch, geh in den Wald und schlage 120 Stangen, jede 5x12 Ellen lang, schäle die Rinde ab. Ruderblätter bringe an, schaffe sie dann her zu mir.« Wortlos nahm Gilgamesch die Axt auf, ging in den Wald und schlug 120 Stangen. 120 Ruderstangen schnitt er, jede 5x12 Ellen lang, schälte sie und brachte Ruderblätter an, dann trug er sie zu Sursunabu, der sie in sein Schiff legte. Anschließend bestiegen beide das Schiff und stießen vom Ufer ab.
Anfangs war das Meer noch seicht und ruhig. Gemächlich ließen sie sich dahintreiben. Doch allmählich wurde die Strömung stärker und stärker und sie trieben immer schneller dahin. So kam es, dass sie einen Weg von einem Monat und 15 Tagen in nur 3 Tagen zurücklegten. Und nun erst lag es vor ihnen, das eigentliche Meer des Todes. Schwarz war das Wasser, soweit sie sehen konnten. Kein Grund war zu erblicken. Kein Wind ging, der sie vorwärts trieb. Nebel zog auf. Utus Sonne hatte sich verfinstert und die wenigen Worte, die Gilgamesch und Tsutsunabu wechselten, verklangen ohne Widerhall. Tsutsunabu gebot Gilgamesch: Von nun an gib Acht. Dieses Wasser kannst du nur um den Preis deines Lebens berühren. Nie darf das Wasser deine Hand benetzen. Nimm eine Stange, stemme sie ins Wasser und stoße unser Schiff weiter. Dann nimm die zweite, die dritte Stange, stemme sie ins Wasser und stoße unser Schiff weiter. Lass die Stangen stecken und nimm die vierte, dann nimm die fünfte, die sechste, die siebte. Ich sage dir, niemals darf Wasser aus diesem Meer deine Hand berühren. Als Gilgamesch 120 Stangen verbraucht hatte, war das Ufer noch nicht in Sicht. So löste er seinen Gürtel und streifte sich die Kleider vom Leib. Er hielt sie hoch wie ein Segel. Unendlich langsam glitt ihr Schiff weiter. Wie in einer zähen, unergründlichen Brühe trieben sie dahin, bis die Nebel sich allmählich auflösten und den Lichtglanz Utus wieder freigaben. Siusudra erblickte das Schiff Tsutsunabus schon von Weitem. Er sah, wie es sich, beinahe stillstehend, nur ganz träge aus dem Nebel am Horizont löste und sehr langsam auf die Küste zutrieb. Er fragte sich: Wo sind die steinernen Ruder? Und wer ist da noch an Bord des Schiffes? Ich kenne ihn nicht. Sicherlich ist es keiner von den meinen. Als das Schiff Tsutsunabus endlich ans Ufer glitt, sprang Gilgamesch aus dem Schiff und eilte auf Siusudra zu. Seine Hand wollte er ergreifen, doch wie an einer unsichtbaren Hülle, die Siusudra umgab, prallte er an ihm ab. Überrascht zwar, doch sich sogleich wieder fangend, stieß er hastig die Worte hervor: Ich bin Gilgamesch, König von Uruk. Ich komme zu dir, Siusudra, dem Entrückten, der du im Zustand langer Tage lebst. Dich wollte ich sehen. Du schautest das Geheimnis der Götter, erlangtest von ihnen die Unsterblichkeit, das ewige Leben, das auch ich so brennend begehre. Um zu dir zu gelangen, irrte ich wandernd durch die Steppe. Die Löwen erschlug ich, aß ihr Fleisch und ihre Felle wurden meine Kleider. Ich stieg über viele unwegsame Berge, den Maschu-Berg durchschritt ich auf dem Pfad des Utu. Ich schlief nicht, sondern irrte weiter, traf auf Siduri, kam zu Tsutsunabu. Jetzt, da ich dich vor mir sehe, kann ich endlich das Tor zur Wehklage und zur Kümmernis verriegeln. Mit Pech und Asphalt sei es verschlossen. Siusudra sprach mit leiser Stimme, kaum dass er die Lippen bewegte. Warum, Gilgamesch, kommst du hierher? Warum bleibst du nicht bei dem, was deine Väter und Mütter schon immer wussten? Du bist aus dem Fleisch der Götter und dem der Menschen herrlich gestaltet. Warum gibst du nicht den Bedürftigen deine Kraft? Nein, du kommst daher, fragst nicht um Erlaubnis und suchst nichts Geringeres als das ewige Leben. Doch höre, Gilgamesch, wahrlich unausweichlich ist der bittere Tod. Den guten Mann, die gute Frau, den Greis wie das Kind, der grimmige Tod knickt sie ab wie Schilfrohr im Sumpf. Irgendwann errichten wir ein Haus, irgendwann besiegeln wir ein Testament. Brüder teilen die Erbschaft irgendwann, doch bauen wir ein Haus, das ewig steht? Wenn Brüder Erbschaft teilen,
Ist das für ewig? Sogar der Hass im Land, währt der ewig? Hast du schon einmal der Libelle zugeschaut? Auch sie hat ihre Bestimmung unter den Strahlen der Sonne Uttus. Sie legt ein Ei, das in einen Kokon sich verwandelt, und bald erblickt sie aufs Neu das Antlitz der Sonne. Beständigkeit? Die Beständigkeit, die du suchst, gibt es nicht seit ewigen Tagen. Ob einer Diener ist oder Herr, was gilt es, wenn seine Tage enden? Die Götter halten Rat und sie bestimmen über Leben und Tod. Verborgen nur bleibt dir, wann dein Schicksal sich erfüllt. Siusudra blickte Gilgamesch ernst an, doch Gilgamesch erschien es, als schaute er durch ihn hindurch. Gilgamesch hatte angestrengt zugehört, doch er zweifelte, ob er Siusudras Worte richtig verstanden hatte. Bestürzt fragte er sich, weshalb er all die Mühen auf sich geladen und Entbehrungen erlitten hatte. Sein einziges Ziel war es gewesen, zu Siusudra zu gelangen, zu diesem Menschen, der das Geheimnis der Götter geschaut hatte, dem sie die Unsterblichkeit verliehen hatte und der nun vor ihm saß. Und wovon sprach er zu ihm? Gilgamesch schüttelte verständnislos den Kopf. Nein, nicht von Vergänglichkeit sollte er ihm reden, sondern ihn lehren, wie auch er, der König Gilgamesch, das Geheimnis der Götter erschauen kann. Stammelnd sprach er Siusudra an. Schau ich dich an, Siusudra? So bist du wie ich, du bist nicht anders, wie ich bist du. Man nennt dich den Fernen, den Ewigen. Darum sage mir, wie haben die Götter dir ihr Geheimnis mitgeteilt? Wie hast du das ewige Leben gewonnen? Wie gelangtest du zur Insel der Seligen? Und hier unterbreche ich meine Lesung kurz, denn die Geschichte, die jetzt folgt, kennen Sie alle. Es ist die Sintfluterzählung aus dem Alten Testament und es ist ganz offenkundig, dass sich das Alte Testament bis auf Feinheiten auf die Darstellung im Gilgamesch-Epos bezieht. Ausgetobt hatten sich endlich die Winde, das wütende Tosen, das Sturmgeheul, der peitschende Regen. Still ruhte wieder das Meer. Die Dunkelheit lichtete sich und es war Schweigen ringsum. Niemand außer den lebenden Wesen auf der Arche war der Strafe Gottes entkommen. Wir weinten schmerzliche Tränen. Wie nun die Wasser allmählich verliefen, ließ ich Vögel hinausfliegen, nacheinander eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben. Die Taube und die Schwalbe kamen bald wieder, denn sie konnten keinen Ruheplatz finden. Der Rabe aber kehrte nicht zurück. Da wusste ich, dass er festen Boden unter den Füßen gefunden haben musste. Als einige Tage später ein Berggipfel gleich einer Insel aus dem Wasser ragte, ließ ich alle aus dem Schiff heraustreten und ein Opfer darbringen. In alle vier Himmelsrichtungen brachten wir ein Rauchopfer dar von Zedernholz, Süßrohr und Myrte. Angelockt vom süßen Duft der Opferspende nahten sich uns die Götter und ich vernahm die Stimme Enlils, des fürstlichen Himmelsherrn. Er gebot neues Wachstum auf der ganzen Insel. Mich und mein Weib segnete er und gab uns ewigen Atem, der uns fortan den Göttern gleichstellte. Enlil betrat unser Schiff und geleitete uns hier an diesen Ort, den sie Dilmun nannten, Insel der Seligen. In Dilmun tötet der Löwe nicht und der Wolf reißt nicht das Lamm. Unbekannt ist der Wildhund, der das Zicklein verschlingt. Siechtum und Krankheit sind fremd in Dilmun. Die Sänger brauchen nicht zu klagen, kein Wehgeschrei müssen sie erheben. Die Götter lassen uns seitdem hier leben im Zustand ewiger Glückseligkeit.
Gebannt hatte Gilgamesch der Schilderung Siosudras zugehört. Um ein Vielfaches war der Ewige älter als er, doch Gilgamesch konnte nicht das geringste Anzeichen von Schwäche oder Altersgebrechlichkeit bei ihm erkennen. So sehr hatte Gilgamesch sich seit dem Tod Enkidus abgemüht, das ewige Leben für sich zu erstreiten. Nun, da er es in der Gestalt des Siosudra leibhaftig vor sich sah, erschien es ihm befremdlich, dass Siosudra von der Geißel der Menschheit befreit war und den Tod nie würde zu schauen haben. Gilgamesch saß da wie ein staunendes Kind, das die Erscheinungen des Lebens um sich herum noch nicht recht zu begreifen vermag. Als er ihn so vor sich sah, fragte Siosudra Gilgamesch in liebevoller Weise, so wie ein Vater seinen Sohn fragen würde: Aber Gilgamesch, wer wird um dich die Götter versammeln? Wer sollte sie für dich gnädig stimmen, dass du jenes Leben findest, welches du so sehnsuchtsvoll suchst? Gilgamesch wusste ihm keine Antwort zu geben, darum sagte Siosudra: Beweise dir selbst, ob du unsterblich bist oder nicht. Stelle dich auf die Probe und versuche, 6 Tage und 7 Nächte lang dich des Schlafes zu enthalten. Kaum aber hatte Gilgamesch sich niedergesetzt, da hauchte ihn schon der Schlaf an, wie ein Nebeldunst hüllte er ihn ein. Er vermochte nicht, seine Lider aufzuhalten. Er streckte sich auf dem Boden aus und schlief 6 Tage und 7 Nächte. Als er erwachte, erkannte Gilgamesch seine irdische Unvollkommenheit. Da wusste er, dass ihm die Gnade nicht zuteil werden würde, in den Kreis der Götter aufgenommen zu werden. Er, der so sehr am Leben hing, rief wehklagend aus: Ach, wie soll ich noch handeln, wo soll ich noch hingehen, da der unerbittliche Tod schon auf mich wartet? Selbst hier auf dem Boden Dilmuns, dem Ort des Lebens, auch hier lauert der Tod auf mich. Siosudra betrachtete den verzweifelten Gilgamesch eine Weile, dann antwortete er ihm: Du, Gilgamesch, kamst hierher, um das ewige Leben zu finden. Nun weißt du, dass es dir nie zuteil werden wird. Was verbleibt mir, dir mit auf den Rückweg zu geben? Gilgamesch schaute Siosudra nicht an, den Blick hatte er abgewendet, eine Antwort konnte er nicht geben. Also sprach Siosudra: Höre ein weiteres Geheimnis. Verborgenes will ich dir enthüllen. Siehe hier, auf dem Grund des Meeres, abseits der Gewässer des Todes, wächst ein Kraut. Es ist stachlig und dornig. Gelingt es dir, dieses Kraut zu bergen, so kann es dir die Jugend zurückbringen. Sein Name ist: Jung wird der Mensch als Greis. Da streifte Gilgamesch die Kleider vom Leib, band schwere Steine an seine Füße und ließ sich in die Tiefe des Meeres hinab. Er fand tatsächlich das dornige Kraut und, obwohl es schmerzhaft in die Hände stach, entriss er es dem Meeresboden. Dann löste er geschwind die Steine von den Füßen und stieß sich vom Grunde ab. Mit dem letzten ihm noch verbliebenen Lufthauch gelangte er wieder an die Oberfläche. »Ich hab es gefunden«, die Jugend wird mir wiedergegeben, denn jung wird der Mensch als Greis, ist sein Name. Gesegnet sei der Tag, an dem es mir in die Hände fiel. Siosudra schaute Gilgamesch gelassen zu, der sich wie ein Kind über seinen Triumph freute. Zu Sursunabu sagte er nur: Fährmann, du hast diesen Menschen hierher gebracht. Nun geleite ihn wieder zurück. Zuvor geh mit ihm zum Waschplatz, auf dass er sich reinige und frische Kleider anziehe. Seine Felle soll er ins Meer werfen, die Wellen werden sie entführen. Würdevoll soll er seine Stadt wiedersehen.
Sursunabu tat, wie Siosudra ihm befohlen hatte. Er führte Gilgamesch zum Waschplatz, der sich dort reinigte und frische Kleider anzog. Seine Felle warf er ins Meer. Glücklich trat Gilgamesch dann vor Siosudra und verabschiedete sich von ihm. Er fand keine Worte, die seiner Herzensfreude Ausdruck hätten verleihen können. Stumm setzten Gilgamesch und Sursunabu sodann das Schiff ins Meer. Gilgamesch hielt das Kraut fest mit beiden Händen. »Schau«, sagte er zu Sursunabu, »dies ist das Kraut, das die Jugend wiederbringt. Nach Uruk trage ich es und gebe es dort zu essen, um es zu erproben. Sein Name ist »Jung wird der Mensch als Greis«. Wenn ich alt bin, werde ich davon speisen und die Jugend wird mir wiedergegeben werden.« Sie nahmen einen weniger gefährlichen Weg durch die Wellen und gelangten nach 6 Tagen und 7 Nächten an ein anderes Gestade. Von dort aus machten sie sich auf, das ferne Uruk zu erreichen. Kaum gönnten sie sich eine Rast, erst nach 20 Doppelstunden nahmen sie die erste Mahlzeit ein. Weitere 30 Doppelstunden wanderten sie, bis sie an einem Brunnen das Nachtlager aufschlugen. Gilgamesch legte das Kraut des Lebens am Brunnenrand ab und stieg hinunter, um in dem kühlen Brunnenwasser zu baden. Während er sich wusch, näherte sich eine Schlange dem Brunnen, denn sie roch den Duft des Krautes. Gierig verschlang sie das Kraut. Gilgamesch entstieg dem Brunnen, als die Schlange die letzten Blätter des Krautes gerade gefressen hatte. Fassungslos sah er mit an, wie sie sich häutete, wie das Kraut des Lebens nun der Schlange neues Leben gab. Gilgamesch fiel auf die Knie und raufte sich in seiner Qual die Haare. Tränen schossen ihm ins Gesicht. »Wofür, o Sursunabu, wofür habe ich gekämpft? Für wen mühten meine Beine sich ab? Wofür stritten meine Arme? Mir selbst bleibt nichts. Sollen die Mühen denn wirklich alle umsonst gewesen sein? Nochmals zurück, es geht nicht. O Sursunabu, hätte ich es doch nie versucht.« Sursunabu stand wortlos neben Gilgamesch. Wenn er auch nicht gefangen war in den Gefühlen und Nöten der Menschen, so konnte er doch sehr wohl mitempfinden, wie Gilgamesch nun zumute sein mochte. Um ihm Trost und Aufmunterung zuteil werden zu lassen, legte er Gilgamesch seine Hand auf die Schulter. Leise sagte er dann, »Es ist, wie es ist. Komm, Gilgamesch, lass uns weitergehen. Die Mauern von Uruk werden bald am Horizont zu sehen sein. Dann kommst du nach Hause in deine Stadt.« Gilgamesch erhob sich und mit leeren Händen machte er sich auf den Weg. Das letzte Stück des Weges wanderten sie zügig voran, kaum gönnten sie sich eine Rast. Erst nach 20 Doppelstunden nahmen sie eine Mahlzeit ein, weitere 30 Doppelstunden zogen sie dahin, bis sie am Horizont die Zinnen von Uruk erblickten. Wenig später schritten sie durch das riesige Stadttor von Uruk. Da zog Frieden ein in Gilgameschs Herz. »Meine Stadt«, dachte er bei sich, »was mag alles geschehen sein, während ich fort war?« Zu Sursunabu gewandt, sagte er, »Schau, Sursunabu, das ist die Mauer Uruks. Ich ließ sie bauen. Ohnegleichen ist sie im Lande. Fast 8 mal 1200 Meter ist sie lang, 6 Meter misst ihre Höhe und beinahe ebenso viel ihre Breite. Sie besteht völlig aus gebrannten Ziegeln. Sie erstrahlt weithin sichtbar wie leuchtendes Erz. Einen Namen machte ich mir durch dieses Bauwerk. Noch in tausenden von Jahren wird man Ruhmvolles von mir berichten.
denn diese Mauer wird auch dann noch beredtes Zeugnis ablegen von meinem Schaffen. Und vielleicht wird man dereinst von mir einmal sagen, die Götter gaben ihm Schönheit und Heldenmut, Vernunft und Klugheit. Das Unwägbare versuchte er, das Unfassbare wollte er ergreifen, das Unmögliche verwirklichen. Fast nichts davon ist ihm gelungen. Das ewige Leben suchte er und konnte es doch nicht erlangen. Sterblich ist er geblieben bis zu seinem Tod.